Hallo und willkommen auf AIDA Nuva. Ich zeige euch hier eine Innenkabine für 4 Personen. Ja, ich bin schwer zerrissen worden bei AIDA Prima oder AIDA Perla, als ich die Militär-Vierer Innenkabine gezeigt habe. Und ich muss sagen, es ist hier eine wunderschöne Innenkabine, sehr, sehr geiler Schnitt. Und man hat hier tatsächlich auch zu viert Platz. Und da sieht man, dass auch Innenkabinen super schön aussehen können, dass man Platz haben kann, dass man nicht zwingend im Militärdesign nächtigen muss. Und ja, ist doch prima umgesetzt hier. Wunderbar. Man hat das große Elternbett sozusagen, wenn man es als Familie sieht, und hat die Kinder zu den Füßen liegen und damit auch immer im Blick. Ob man das immer will, ist so die Frage. Ja, was haben wir denn hier? Steckdosen mit USB-Anschluss. Dann haben wir hier Gläser, das Wasser, dann haben wir das Telefon, ein paar Broschüren, der TV ist auch da. Ja, und hier ist ein schöner Rausfallschutz, falls kleinere Kinder im Bett sind oder die größeren betrunken sind. Spaß. Ja, sieht doch sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Wir machen mal die Schränke auf. So, Ablagefächer sind da. Hier ist im Übrigen auch der Föhn. Bademäntel, Wolldecken. Und dann haben wir hier nochmal einen großen Schrank. 4 Westen. Hier wäre auch noch eine. Nee. Okay, 4 Westen, 4er Belegung. Gedacht, das wäre 5, aber das gibt es hier gar nicht. So, Hängemöglichkeiten. Also wie ihr seht, das ist alles da. Und jetzt gehen wir mal hier schauen, was der Schrank noch bietet. Ja genau, Ablageflächen, Tresor, also Stauflächen. Habt ihr hier genug? Hier drüben ist auch noch mal ein Schrank. So, peng, da habt ihr richtig Platz. Schön. Das hier finde ich ganz nice. Achtung, seht ihr das? Da sind so Löcher, die sind so beleuchtet. Das ist cool. Von Design keine Ahnung, aber ich finde das schön. So, das Bad. Ja, gibt es nichts zu sagen. Standardbad kennen wir schon. Haben wir schon gesehen. Sehr ausreichend. Mehr als ausreichend. Es hat alles. Es hat eine Toilette, es hat ein Waschbecken. Es hat eine Dusche. Es hat Ablageflächen. Es ist alles da. Auch hier, Orange und Gelb hat ausgedient. Wir haben jetzt so ein Braun und ein, ja, fast weiß. Das sieht ganz schick aus. Haben so ein bisschen die Farben angepasst auf AIDA Nuva. Ja, das war sie dann auch schon. Die 4er Innenkabine. Ja, sehr schick gelöst. Gefällt mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.